Ersetze in der folgenden Zeichnung die Fragezeichen durch die richtigen Temperaturwerte. Wir sollen also hier Temperaturen von einer Einheit in eine andere umwandeln. Und dazu stehen uns diese zwei Formeln zur Verfügung. Eine Temperatur Theta in Grad Fahrenheit ausgedrückt ist gleich zu 9/5 mal dieselbe Temperatur klein t in Grad Celsius ausgedrückt plus 32. Eine Temperatur groß T in Kelvin ausgedrückt ist gleich zur selben Temperatur klein t in Grad Celsius ausgedrückt plus 273. Beginnen wir mit diesem ersten Fragezeichen. Wir wissen, dass diese Temperatur 152 Grad Fahrenheit beträgt und wir möchten sie in Grad Celsius umwandeln. Dazu nutzen wir diese erste Formel, in der wir Theta durch 152 ersetzen. Und somit finden wir, dass die Temperatur klein t gleich ist zu 152 minus 32 mal 5 geteilt durch 9, also so. Somit ergibt das klein t gleich ungefähr 66,67. Also diese Temperatur beträgt ungefähr 66,67 Grad Celsius. Zweites Fragezeichen. Hier kennen wir die Temperatur in Grad Celsius und suchen sie in Grad Fahrenheit. Also nutzen wir wieder diese Formel, in der wir klein t durch 0 ersetzen. Und somit finden wir für Theta 32 Grad Fahrenheit. Drittes Fragezeichen. Hier kennen wir die Temperatur in Grad Celsius und suchen dieselbe Temperatur in Grad Fahrenheit ausgedrückt. Also nutzen wir wieder diese Formel, in der wir klein t durch 100 ersetzen. Und somit ergibt das für Theta 212 Grad Fahrenheit. Viertes Fragezeichen. Wir kennen diese Temperatur in Celsius ausgedrückt und suchen sie in Kelvin. Also nutzen wir diese zweite Formel, in der wir klein t durch diese 0 ersetzen und somit erhalten wir für groß T 273 Kelvin. Fünftes Fragezeichen. Wir kennen diese Temperatur in Grad Fahrenheit, aber auch in Grad Celsius, die haben wir berechnet in Etappe 1. Also reicht es, diese Formel anzuwenden, in der wir klein t durch 66,67 ersetzen und somit erhalten wir für groß T 339,67 Kelvin. Sechstes und letztes Fragezeichen. Wir kennen diese Temperatur in Grad Celsius und suchen sie in Kelvin. Also nutzen wir diese Formel, in der wir klein t durch 100 ersetzen und somit erhalten wir für groß T 373 Kelvin.